Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Liebe Amaida, sei herzlich willkommen in diesem Video. Das ist dein Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich die Präzession. Es ist eine andere Berechnung, nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich befinden. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. In diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Steinbock in Osthorizont aufgestiegen. Das ist ein Lagna oder Aszendent. Und das bedeutet, das beeinflusst dein Aussehen, dein Auftreten, so bist du auch wahrgenommen, das entspricht deiner Persönlichkeit. Diese Steinbock-Energie begleitet dich von Geburt bis zu deinem Lebensende. Du bist ein Kind davon. Und herrscht über den ersten Haus. Die Tierkreiszeichen Steinbock gehört zum Erdeelement. Und das zeigt deine Bedürfnisse nach Sicherheit, Stabilität und Struktur. Steinbock zeigt, wie wichtig das ist, Ziele setzen, das nicht aufgeben. Und geduldig sein, diese Ziele auch erreichen. In der ersten Lebenshälfte ist es ziemlich streng. Aber im zweiten Lebenshälfte kommt mehr Struktur. Und weil das dein Aszendent ist, du bekommst auch Anerkennung, Ansehen und Respekt. In diesem ersten Lebensbereich hast du keinen Planet. Jetzt übergehen wir auf dem zweiten Haus. Dieses zweite Haus oder zweiten Lebensbereich bedeutet Werten, Wertschätzung, Besitz, Finanzen, aber auch Selbstwertgefühl. Und dieses Gefühl und die Finanzen hängt energetisch zusammen. Wenn jemand sagt zum Beispiel, ich bin es nicht wert oder ich habe es gar nicht verdient, hat immer weniger Geld, als wenn jemand sagt, ich bin es wert, ich habe das verdient, ich habe das schon im Besitz. Und dadurch verbessert sich auch die Finanzen. Kommt das Geld in Bewegung, es gibt keine Hindernisse. Natürlich muss auch auf den Gefühlen achten. Schuldgefühl führt zum Schulden. Verlustangst führt zum Verlust, auch finanziellen Verlust. Also hier handelt es sich um Besitz, um Werten, aber das ist nicht immer die materiellen Dinge, sondern wertvollen Freundschaften oder wie wichtig das ist, die liebe Partnerschaft, wie wertvoll das ist oder Reichtum, wie zum Beispiel Ideenreichtum. In diesem zweiten Lebensbereich hast du die Tierkreiszeichen Wassermann. Wassermann gehört zum Luftelement und das bedeutet Leichtigkeit, eine gewisse Freiraum. Und dieses Gefühl brauchst du auch für dein Selbstwertgefühl, aber auch um die Finanzen. Wassermann bedeutet auch das Gefühl zu haben, einzigartig zu sein, außergewöhnlich zu sein. Und das wirkt auf deine Finanzen. Und das bedeutet, oft kommst du außergewöhnliche Art und Weise zum Geld.
Wassermann bedeutet auch Weitblick. Also du sollst in Finanzen in Zeit voraus planen, denken. Oft spürst du auch, wie kommst du zum Geld oder welche Ausgaben erwarten dich. Du hast diese Vorahnung. Das ist auch Wassermann-Energie. Hier in diesem Bereich in Tierkreiszeichen Wassermann im zweiten Haus hast du Saturn. Saturn ist der Planet der Schicksal und hütet den Karma, beeinflusst unseren Schicksalsweg und bei Saturn-Energie ändert sich auch etwas schicksalhaft. Schicksalhafte Entscheidungen, schicksalhafte Begegnungen. Aber das löst eher die Saturnbewegung aus. Aber im Geburtshoroskop zeigt unsere Lernaufgabe, Saturn ist der große Lehrmeister. Was du lernst, ist auf deinen eigenen Selbstwertgefühl achten, dann um die Finanzen kümmern und wertvolle Dinge in Besitz nehmen und es auch befestigen. Und jetzt übergehen wir auf den dritten Lebensbereich. In diesem dritten Haus zeigt sich die Schule des Lebens. Hier müssen wir uns behaupten gegen Konkurrenten oder Rivalen. Hier kommen auch die Erinnerungen an die Schulzeit. Und damit meine ich nicht die Noten, sondern das Verhalten. Wie hast du das erlebt? Könntest du dich damals durchsetzen oder warst du auf die Seite geschoben? Diese Erinnerungen ziehen sich wie rote Fäden in unserem Leben. Wie man damals sich behaupten könnte, hat eine ganz andere Voraussetzung. Wenn nicht, dann müssen wir das später lernen und diese Prüfungen haben wir immer wieder. In diesem dritten Lebensbereich ist auch die Verbindung zum Verwandten, zum Nachbarn. Hier ist einiges in Bewegung. Bedeutet auch ein gewisser Austausch von Informationen, auch Schulungen und Bildung, Wissen vermitteln oder Wissen aneignen. Und Medien gehört auch zu diesem Lebensbereich. Hier hast du die Tierkreiszeichen Fischen. Die Tierkreiszeichen Fischen gehören zum Wasserelement. Und Wasserelement symbolisiert die Gefühle. In diesem Sternbild gibt es zwei Fischen und sie schwimmen im Ozean die Gefühle. Die eine Richtung ist die Angst und Zweifel, Selbstmitleid und das blockiert. Man traut gar nicht zu mit dieser Unsicherheit. Wie könnte man dann sich behaupten? Es ist dann schwierig. Aber es gibt eine andere Richtung, eine zweite Fisch in diesem Sternbild und lebt die Träume, hat auch künstlerische Begabung. Hier herrscht nämlich der Planet Neptun und lässt unsere Träume verwirklichen. Außerdem lässt uns inspirieren, ist auch der Planet der Künstler und zeigt die Kreativität, diese Begabung. Und das hast du auch. Es wäre nicht nur die künstlerische Richtung passend für dich, sondern auch die Spiritualität. Hier lernst du Vertrauen, das Fluss des Lebens, deine Träume verwirklichen. Aber dann sollst du auch daran glauben und nicht verunsichert sein. Hier hast du karmische Themen. Rahu befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen im dritten Lebensbereich. Rahu ist die aufsteigende Mondknoten oder
Drachenkopf zeigt ein Weg, was für dich noch unbekannt ist. Aber deine Seele hat das ausgesucht. Deine Seele braucht das, dich zum Behaupten gegen Konkurrenten, gegen Rivalen, deine Träume leben, das verwirklichen. Und jetzt übergehen wir auf den vierten Lebensbereich. Dieser vierten Haus oder Lebensbereich ist der tiefste Punkt des Horoskopes, wenn ich die runde Format betrachte. Und das bedeutet, hier haben wir die Basis, die Fundament. Und darauf können wir verlassen. Das gibt uns Halt im Leben. Dazu gehören Themen wie Traditionen und Herkunft und die Ahnen. Aber symbolisiert auch unserem eigenen Zuhause und alle Themen, was mit Immobilien zusammenhängt. Das kann auch die Berufung sein. Und in diesem vierten Haus hast du die Tierkreiszeichen Widder. Und das bedeutet, die Widder-Energie gibt dir die Halt im Leben. Die Tierkreiszeichen Widder gehört zum Feuerelement. Und das bedeutet Kraft, Mut, Begeisterung, einiges in Bewegung setzen. Immer wieder mal Neuanfang. Und diesen Mut sollst du auch zeigen, weil damit kannst du dich behaupten und hast du sogar Glück, weil hier befindet sich dein Jupiter. Jupiter ist der große Glücksplanet. Jupiter ist rückläufig in dein Geburtshoroskop und diese Rückläufigkeit bedeutet Erinnerungen oder karmischen Themen. Das hat mit der Vergangenheit was zu tun oder die Verbindung zu deinen Ahnen, zu deiner Vergangenheit. Aber das wäre ein Fehler, alles festhalten zu wollen und damit betrifft deine Wohnsituation, sondern auch mal was Neues wagen. Das wäre die Widder-Energie. Und jetzt übergehen wir auf den fünften Lebensbereich. Im fünften Haus oder Lebensbereich gehören die Kinder, deinen eigenen Kinder, später deinen Enkelkinder, aber auch die Erinnerungen an eigenen Kindheit. Und die schönen Erinnerungen sollen wir bewahren, behüten und all das, was mit Tränen verbunden sind, das Loslassen. Und verstehen, dass die Vergangenheit kehrt nie wieder zurück. Es sind Gedanken, aber mit Gefühlen verbunden. Und da brauchen wir uns nicht aufhalten, sondern immer im Gegenwart hier und jetzt sein. In diesem fünften Lebensbereich hast du die Tierkreiszeichen Stier. Das ist schön und angenehm und kann das Leben genießen. Und genau das zeigen die Kinder für uns. Wir können von den Kindern einiges lernen. Und das bedeutet, etwas spielerisch betrachten, nicht immer alles ernst zu nehmen. Oder die schöpferische Kraft, diese schöpferische Energie und Lebensfreude, weil das gehört auch zum fünften Lebensbereich. Hier im fünften Haus hast du kein Planet. Und jetzt übergehen wir auf den sechsten Lebensbereich. Im sechsten Lebensbereich oder sechsten Haus befindet sich die Arbeit, die Pflichten und Gesundheit. Und das hängt auch zusammen, weil wir können nur arbeiten, wenn wir gesund sind. Hier hast du die Tierkreiszeichen Zwillinge. Die Tierkreiszeichen Zwillinge gehören zum Luftelement und das bedeutet Leichtigkeit. Du brauchst diese Leichtigkeit und einen gewissen Freiraum auch im Arbeit, auch im Alltag.
Zwilling ist sehr beweglich und das brauchst du im Alltag und das brauchst du auch in Arbeit. Über diesem Tierkreiszeichen herrscht Merkur und Merkur ist der Planet der Handlungen und Kommunikation. Und das wäre ein Bereich, wo du dich beruflich ganz gut entfalten könntest. In diesem Haus, in diesem Lebensbereich hast du kein Planet. Und jetzt übergehen wir auf dem siebten Haus, auf dem siebten Lebensbereich. Diesen siebten Haus oder Lebensbereich öffnet sich mit einer geheimen Tür. Und hier ist ein Spiegel, spiegelt uns etwas. Und in dem Moment, wo wir geboren sind, in diesem Augenblick schauen wir in diese Richtung. Und das nennt man Deszendent. Und diesem geheimnisvollen Spiegel zeigt sich unserem Seelenpartner. Und damit öffnet sich ein neuer Lebensbereich. Und das ist die Liebe-Partnerschaft. In diesem Haus befindet sich in deinem Geburtshoroskop die Tierkreiszeichen Krebs. Die Tierkreiszeichen Krebs gehört zum Wasserelement und das bedeutet die Gefühle. Die Krebs hat eine hervorragende Eigenschaft, verspürt die richtigen Momente im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Und wenn du intuitiv handelst, genau in diesem Moment bist du im richtigen Ort und begegnest du mit deinem Seelenpartner. Krebs symbolisiert auch das Familiäre und das, was dieser Mann für dich auch bietet. In diesem siebten Haus hast du keinen Planet. Und jetzt übergehen wir auf den achten Lebensbereich. Diesen achten Lebensbereich ist das Haus der Tod. Selbstverständlich hat es auch mit Tod, mit Todesfällen oder mit Erbschaft auch was zu tun. Ich betone aber eher, das Leben zu erhalten. Und es sind Themen wie Sexualität, finanzielle Sicherheit, Existenz und etwas Wichtiges, was wir lernen. Befestigen, loslassen, befestigen, loslassen. Und das bedeutet, all das, was uns wertvoll ist, das befestigen, aber nicht festhalten. Und all das, was uns stört, es loslassen, davon trennen oder kündigen. Es sind Gedanken, Gefühle, Kontakte, Gegenstände, Probleme, davon uns befreien. Und hier im achten Haus, in diesem achten Lebensbereich, ist diese Transformation, diese Erneuerungsprozesse. Hier hast du die Tierkreiszeichen Löwe. Löwe bedeutet die Selbstdarstellung. Und es ist so wichtig, das zu verstehen, du bist der Mittelpunkt in dein Leben. Und all das, was dein Selbst stärkt oder Menschen, die dich unterstützen, das Bewahren, das Schätzen, dafür dankbar sein. Und all das, was uns stört, diese Hindernisse oder Kontakte, davon loslassen oder davon trennen. Und diesem achten Lebensbereich in der Tierkreiszeichen Löwe befindet sich in dein Geburtshoroskop Mars, Uranus und Pluto. Mars und Pluto geben dir die Kraft und mit dieser Kraft
kannst du dich behaupten. Aber mit dieser Löwe-Energie ist es auch wichtig zu erkennen, du bist wichtig. Du stehst im Mittelpunkt in dein Leben und das sollst du nach außen zeigen. Mars ist eine männliche Energie, bedeutet auch der Mann, dein Seelenpartner. Und dieser Mann ist sehr selbstbewusst und kann dir auch die Kraft geben. Uranus befindet sich auch hier im achten Lebensbereich und zeigt hier die Veränderungen. Dein Selbstbild ändert sich. Und hier lernst du, dass du einzigartig und außergewöhnlich bist. Und Pluto hat auch eine Botschaft. Das ist das Wesentliche und das gibt dir die innere Kraft, diese innere Stärke. Und das bedeutet auch Überzeugungskraft, überzeugt zu sein von dir selbst. Und jetzt übergehen wir auf den neunten Lebensbereich. Dieser neunte Lebensbereich bedeutet Reisen, Ausland, Auslandskontakte, bedeutet aber auch eine innere Reise. Und das ist eine Glaubensrichtung und das heißt nicht nur die religiösen Themen, sondern die Frage stellen, woran glaube ich? Glaube ich an mir selbst? Glaube ich an mein Vorhaben? Glaube ich an die Liebe? Und glaube ich an Gott? Und bedeutet auch Spiritualität und Bildung, die Zusammenhänge des Lebens zu erkennen, also die Weisheit. Hier in diesem Lebensbereich hast du die Tierkreiszeichen Jungfrau. Jungfrau ist natürlich klug und du hast dieses Wissen, diese Weisheit. Jungfrau vermittelt auch Reinheit und Heilung und ist auch vernünftig und bescheiden. Jungfrau kann etwas untersuchen, analysieren. Und diese Reisen sind natürlich voll überlegt. Und eine Reise kann aber auch die Heilung sein. Also ist auch wichtig. Und vor allem hier in diesem Lebensbereich in Tierkreiszeichen Jungfrau hast du Mond. Und Mond symbolisiert deinen Gefühlen. Und deinen Gefühlen sagt auch, wo ist dein Platz im Leben? Woran glaubst du? Welche Richtung sollst du bewegen? Und das kannst du wohl gut überlegen und so deine kluge Entscheidungen treffen. Und bedeutet auch, du hast Heilenergie. Jetzt übergehen wir auf den 10. Lebensbereich. Der 10. Lebensbereich ist der höchste Punkt des Horoskopes, wenn ich die runde Format betrachte. Das ist die höchste, was man überhaupt erreichen kann. Zeigt die Zielerreichung, die Berufung, Lob, Anerkennung und auch Öffentlichkeit. Hier in diesem Lebensbereich hast du die Zeichen Waage. Waage gehört zum Luftelement und das bedeutet, mit Leichtigkeit erreichst du deine Ziele. Waage symbolisiert auch das innere Gleichgewicht, die Ruhe bewahren, diese Gelassenheit. Und Waage symbolisiert auch Schönheit und Kreativität und das wäre eine Richtung, wo du deine Berufung leben kannst. Aber für dich ist auch wichtig die Gerechtigkeit. Und wenn du Ungerechtigkeiten erlebst, dann verlierst du die inneren Gleichgewicht in erster Linie im beruflichen Umfeld oder in Öffentlichkeit.
Hier im 10. Lebensbereich in Zeichen Waage hast du Venus und Neptun. Venus fühlt sich sehr wohl. Venus ist hier zu Hause. Venus zeigt dein Schönheitssinn, auch die Begabung nach Kunst und Kreativität. Dazu kommt noch die Neptun-Energie. Neptun ist der Planet der Künstler, lässt uns inspirieren. Neptun zeigt auch unsere Träume, unsere Visionen, aber es ist wichtig, dass wir daran auch glauben. Auf jeden Fall in dieser Richtung liegt deine Berufung. Kunst, Kreativität, eventuell Selbstständigkeit. Und jetzt übergehen wir auf den 11. Lebensbereich. Hier im 11. Lebensbereich oder 11. Haus sind unsere Hoffnungen und Wünsche. Aber zu diesem Bereich gehört auch Freundschaften oder Gruppen mit gleichgesinnten Menschen wie Sportverein oder eine Partei. Ich betone die Wünsche und Hoffnungen. Hier in diesem Lebensbereich hast du die Tierkreiszeichen Skorpion und deine Sonne. Sonne symbolisiert dein Selbst und dein Selbstfindung. Die Richtung ist die Skorpion-Energie. Die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement. Und Wasserelement hat immer mit unseren Gefühlen was zu tun. Skorpion zeigt ein Geheimnis. Und das ist die Wandlung, die Transformation und Erneuerungsprozesse. Und das handelt sich immer um unsere Gefühlen. Natürlich hat das einen Einfluss auf unserem Leben. Und das erlebst du bei Freundschaften, Bekanntschaften und auch, wie erreichst du deine Ziele, deine Wünsche, deine Vorstellungen? Wie machst du das lebendig? Es gibt zwei grundverschiedenen Systeme. In einem System sind die negativen Gefühle. Dazu gehört Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Eifersucht, Neid und Hass. Diese Gefühle blockieren uns. Neid und Hass ist sogar zerstörerisch. Die anderen Systeme sind die positiven Gefühle. Dazu gehört Dankbarkeit, Hingabe, Vertrauen, Kraft und Mut, Fürsorglichkeit und Liebe. Diese positiven Gefühle haben eine göttliche Quelle und hier liegt die schöpferische Energie. Und Skorpion zeigt die Wandlung raus aus die Angst und übergehen auf das Vertrauen und das Tun, was wir lieben. Aber es ist nicht nur unseren eigenen Gefühlen, sondern die Einflüsse von außen. Wen können wir vertrauen, wen können wir nicht vertrauen? Und diese Lebenserfahrung machst du hier im 11. Lebensbereich. Also die Begegnung mit Freunden, Bekannten, eventuell in einer Gruppe, wo du aktiv bist. Wenn du das verinnerlichen kannst, wie wichtig das ist, die Angstbefreiung und auch mal Nein zu sagen, wenn du mit diesen Freundschaften nicht einverstanden bist, dann stehst du zu dein Selbst und das, was dich auch befreit. Und jetzt übergehen wir auf den 12. Lebensbereich. In 12. Haus. In diesem Lebensbereich sind die tiefen Geheimnisse des Lebens. In die Tiefe schauen und die Zusammenhänge erkennen, die Ursache an etwas.
Aber alles, was im Verborgenen, im Geheimen ist, auch unserem geheimen Feinden, gehört zu diesem Lebensbereich. Hier hast du Schütze. Die Schütze gehört zum Feuerelement. Und Feuerelement bedeutet die Begeisterung. Und das gefällt dir ganz gut, wenn du die Geheimnisse des Lebens erforschen kannst. Und das ist die Richtung. Aber die Schütze lässt sich von vielen Dingen begeistert und dabei verliert die Orientierung. Da gibt es eine Lösung, weil die Pfeil der Schütze zeigt, die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße, und da liegen unsere Wünsche und Hoffnungen. Und wenn du eine Richtung bestimmen kannst, weil dich das begeistert, und da möchtest du forschen und in die Tiefe schauen, dann hast du Orientierung im Leben. Hier im 12. Lebensbereich sind auch karmische Themen und hier befindet sich in dein Geburtshoroskop Merkur und das ist Wissen, ein tiefes Wissen und auch dein absteigender Mondknoten Ketu, die Drachenkörper. Und das zeigt Vergangenheit. All das, was du erlebt hast in früheren Leben. Und das zeigt deine Weisheit. Schütze bedeutet auch Reisen. Natürlich auch nach Ausland, aber auch das innere Reise, die Spiritualität. Und das ist dein Weg und das kennst du von früheren Leben. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser. Dein Lagna oder Aszendent befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock im Mondhaus Uttarakshada. Und dieses Mondhaus vermittelt dir, du sollst zu deinem Selbst stehen oder einem höheren Selbstbewusstsein. Du hast Respekt verdient und Würde und das sollst du auch verlangen von anderen. Deine Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion im Mondhaus Anuradha. Anuradha bringt Glück. Die indischen Astrologen sagen, wenn jemand auf Elefanten reitet, und Elefant ist ein Glückssymbol und Symbol für Wohlstand. Dein Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Jungfrau im Mondhaus Uttarapalguna. Das ist deine schöpferische Kraft und das sollst du im Tat umsetzen und so bringst dein Leben in Ordnung. Dein Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe im Mondhaus Purva Palguna. Nicht nur Mars ist hier in diesem Mondhaus, sondern auch dein Uranus und auch dein Pluto. Dieses Mondhaus vermittelt, es war etwas in Vergangenheit, das kehrt wieder zurück. Du brauchst aber Zeit, es muss noch reifen und dann kommt die Vollendung, einen krönenden Abschluss. Dein Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze im Mondhaus Mula. Nicht nur Merkur, sondern auch Ketu im selben Mondhaus. Mula bedeutet übersetzt Fundament, Basis oder Wurzel. Angekommen zu sein, die Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität. Bei diesem Schütze-Energie, weil immerhin befindet sich dieses Mondhaus in Tierkreiszeichen Schütze, es ist wichtig die Orientierung. Dein Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Widder im Mondhaus Harani.
Varani steht in Verbindung zur Mutter Erde. Und das heißt, dieses Urvertrauen zu haben, dieses Gefühl, du bist beschützt. Parani bedeutet auch die Erneuerungsprozesse wie eine Neugeburt, eine Energie mit vollem Vertrauen. Dein Venus befindet sich im Waage im Mondhaus Swati. Swati bedeutet übersetzt Selbst und Seele. Steh zu dein Selbst und kümmere um deine Seele. Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann im Mondhaus Dhanishta. Dhanishta bedeutet übersetzt Grenzgebiet, befindet sich tatsächlich im Grenzbereich zwischen Steinbock und Wassermann. Und hier lernen wir etwas. Und Saturn ist der große Lehrmeister, belehrt dich auch, die Ideen, und das ist die Wassermann-Energie, in Tat umsetzen, und das ist die Steinbock-Energie. Neptun befindet sich im Zeichen Waage im Mondhaus Vishaka. Vishaka ist ein Feuergöttin und hütet den Tempel Feuer. Das symbolisiert unserem Inneren, unserem Herzenswärme, unserem Begeisterung. Und das sollen wir pflegen. Vishaka zeigt auch, wie wichtig das ist, etwas verbrennen. Und das ist nicht im negativen Sinne gemeint, sondern loslassen, etwas hinter uns lassen, weil das hat eine reinigende Wirkung. Rahu, die aufsteigende Mondknoten, befindet sich in Zeichen Zwillinge im Mondhaus Mruga. Mruga steht in Verbindung zum Sternbild Orion. Orion ist der himmlische Jäger und zeigt eine Richtung. Seine Jagdhunde zeigen nämlich in Richtung Nordpol. Und das zeigt die Orientierung. Und das ist ein Weg, einen karmischen Weg, was du noch nicht kennst, eine neue Richtung zu bestimmen, was dich auch begeistert und auch deine Seele befreit. Ketu ist die absteigende Mondknoten, hat mit Vergangenheit was zu tun, befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze im Mondhaus Mula, genauso wie dein Merkur. Mula habe ich schon erklärt. Nicht nur in indischen Astrologie gibt es Mondhäuser, sondern auch in tibetischen Astrologie, in chinesischen Astrologie und auch in arabischen Astrologie. Und da möchte ich was erwähnen. Nach arabischen Astrologie hast du Aszendent im Mondhaus Al-Shad Al-Tabib. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Du hast Glück auf eine Reise und hast du Heilenergie. Deine Sonne befindet sich nach arabischen Astrologie im Mondhaus Iklil Al-Yabhach und das bedeutet Wohlhaben, du kannst gut investieren und kommen Veränderungen in dein Leben, was für dich einen Vorteil bringt. Mond befindet sich im Mondhaus nach arabischen Astrologie in Al-Awwa und das bedeutet, du hast Glück auf eine Reise, auch im Heirat oder bei einem Vertrag. Liebe Amaida, so könnte ich dein Geburtshoroskop erklären. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.